turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the bass, turn up the bass and make some fun. Why run? And we will end your week just like a fun. Herzlich willkommen hier bei der Kampfzelle. Ich bin der Gohan und heute wollen wir uns mal anschauen, wie denn das mit den Hogs bzw. Schweinereitern auf Max Town Hall 11 funktioniert. Ich habe da mal was Kleines vorbereitet, also lasst uns gleich mal reinschauen. Eine Max Town Hall 11 Base, wie ihr sehen könnt, alles ausgebaut. Und das Schöne hier ist King, Queen, Warden, 4 Magiertürme, 3 Minenwerfer, alle auf einen Haufen und natürlich noch die Clanburg in der Ecke. Das passt natürlich super. Also deswegen komme ich von hier unten rein, öffne die Mauer, fange vorher mit meinen Babydrachen an, den Tunnel vorzubereiten, dass auch wirklich alles dahin geht, wo ich es haben will. Und wie ihr sehen könnt, den Riesen vorne weg. Und nun muss alles ab durch die Mitte mit dem Boot. Natürlich ein schön großes Loch gezaubert. Und hier kommen die Clanburg. Die ersten beiden Magiertürme. Die Minenwerfer sind schon weg. Das ist natürlich das, was meinen Hogs am meisten schadet. Und der Gift natürlich schön gesetzt auf die gegnerische Clanburg. Und hier kommen meine Hogs. Da die erste Riesenbombe. Dann natürlich die Queen gleich gezündet, bevor der Inferno-Sieg wählt. Und hier zwei Riesenbomben, das heißt einen Heilzauber drauf. Und jetzt, durch die Riesenlücke, die wir gemacht haben, können die Truppen schön im Kreis laufen. Hier natürlich die nächsten zwei Heilzauber, damit meine Truppen nicht zu viel verlieren. Und jetzt habe ich noch einen Heilzauber, der muss natürlich hier drüben auf dem Magierturm. Und meinen Skelettzauber, um den Inferno in den Magierturm abzulenken. Und wie ihr sehen könnt, einmal schön mit den Hogs im Kreis gelaufen. Und so haben wir alle Verteidigung aufgeräumt. Und jetzt geht es schnell. Die Magier rundherum gesetzt, damit sie schon mal anfangen können aufzuräumen. Und noch einen Tesla in der Ecke. Wie ihr sehen könnt, sehr einfach, sehr schöne 3 Sterne. Wenn es immer so laufen würde, wäre das natürlich perfekt. Und wie ihr sehen könnt, hier wieder eine Max Town Hall 11 Base. Und wieder das gleiche Szenario. 2 Magiertürme, ein Bombenturm, die Clanburg, beide Helden, alles auf dem Haufen. Das ist super für einen Hogfight. Dann geht es nur noch darum, komme ich mit den Hogs von oben oder komme ich mit den Hogs von unten. Wenn ich hier von oben reinkomme, gehen meine Hogs auf den Minenwerfer und auf den Magierturm, dann auf die Kanone und dann wahrscheinlich auf die Luftabwehr. Und der Rest geht oben rum über den Inferno. Das heißt, ich reiß meine Hogs komplett auseinander. Also müssen sie hier von unten kommen und sie können dann schön über die Kanone, den Magierturm, über den Inferno, nach rechts laufen und dann nach oben rum. Und so laufen sie schön im Kreis. Das ist das, was man will. Jetzt schauen wir mal an, wie ihr sehen könnt, mit dem Babydrachen den Tunnel schön vorbereiten. Und dann wieder der Riese, King, Queen, Warden und die Bowler hinterher. Natürlich nicht den Hut vergessen. Die Minenbrecher. Die Mauerbrecher etwas aufteilen, den Warden zur rechten Zeit zünden, dass die Riesenbomben kaum Effekt haben. Und natürlich den Gift auf die gegnerische Clanburg. Und wie ihr sehen könnt, hat es super funktioniert. Die Magiertürme sind weg. Meine Queen geht in die Mitte und kann da noch etwas aufräumen. Und die Hogs kommen von rechts. Der Heilzauber so gesetzt, dass der Magierturm und der Inferno drin sind. Und bei dem Bombenturm natürlich den nächsten Heilzauber.
Und hier sind ein paar Hooks auf der Seite, die weggehen, aber die können. Auf die kann man verzichten. Hier muss man nicht unbedingt einen zusätzlichen Heilzauber verschwenden. Und jetzt hier oben der nächste Heilzauber und ein Gift für die ganzen Skelette. Und meinen Skelettzauber unten beim Adler. Und der letzte Heil beim Inferno-Turm. Und wie ihr gesehen habt, sind die Hooks wieder schön im Kreis gelaufen. Und es sind sogar noch genug Bowler übrig, um hier etwas aufzuräumen. Hat auch wieder super funktioniert. Also, was man will, erst in die Mitte die Helden ausschalten. Und dann die Hooks so loslassen, da sie am besten zusammen im Kreis einmal um die Base rumlaufen. So können sie den maximalen Schaden am schnellsten verursachen. Und die Heilzauber sind natürlich am effektivsten, wenn viele Hooks drin sind. So einfach geht's, wenn es nur immer so schön wäre. Ich bedanke mich bei euch beim Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.